Hallo, mein Name ist Camero und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Uncharted 4. Wir sind jetzt in der Nähe von Averys Haus und ja, wir gucken mal, was da eventuell so möglich ist mit Averys Haus und in Averys Haus und über Averys Haus und so und ob der Schatz auch da ist. Und wir haben auch schon Shoreline gesehen, die sind uns ein bisschen voraus, die sind vor dem Eingang des Hauses mit Sam zusammen. Ob das was wird, weiß ich auch nicht. Leute, hast du hergebracht, Nadine? So hat sie sonst eine ganze Armee. Ja. Ich sehe die Panzer ja jetzt erst. Besser für Sam. Naja, Sam ist auf jeden Fall in deren Gewalt, was nicht so prall ist, nicht so schön. Aber naja, was willst du machen? Hier ist was. So. Passiert an Richard Wand. Gründer Wand. Ich habe euch prompte Vergeltung versprochen, da ihr von mir genommen habt, habe ich von euch genommen. Gezeichnet Gründer Baldridge. Okay, die haben sich echt gegenseitig irgendwie bestohlen. Das ist ja total krass. Die haben komplett sich gegenseitig bestohlen. Ja, sie haben sich wohl gegenseitig attackiert. Aber warum? Hier, Verfolgungswahn oder Geld? Ja, wahrscheinlich alles zusammen. Mehr Geld, mehr Problem. Oh je, Mine. Gucken wir mal hier uns alles an. Vielleicht finden wir noch irgendwie ein paar Hinweise und so. Aber es sieht auch eher nicht danach aus. Hier können wir klettern. Ja, aber es ist zu hoch für eine Räuberleiter. Na komm. Erfrischend! Sieht alles irgendwie nicht so geil aus. Waren wir da nicht schon dran? Sind wir da nicht rübergesprungen dann? Ich glaube, da sind wir rübergesprungen, um hier hinzukommen. Oder vertue ich mich? Ah, guck mal da oben. Ach, guck an. Oh. Komm, geh hoch. Sehr schön. Hä? What? Ja, ja, ich bin gerade dabei. Da wollte ich ja auch hin. Aber Nate macht nicht so, wie ich will. So, perfekt. So. Elena, Schatz, ich würde sagen, ich schieb's dir rüber. Und du schnappst es dir, oder? So. Ja, ja, du sollst es ja auch nicht fassen. Du sollst mal schön hier genau so. Und rüberziehen. Komm her. Komm. Ah, es klappt nicht so, wie ich das will. So ein bisschen hier hin. Bisschen hier in die Richtung. Genau. Ah, Mann. Komm schon. Das ist nicht sein Ernst. Komm. Das kann doch hier hoch. Willst du mich verarschen? Jetzt. Komm. Elena, geh weg! Oh Mann, Elena! So, kann ich jetzt irgendwie... Ja, ist schon klar. Aber kann ich die jetzt ziehen? Ja, ne? Normal schon. So. Dann packen wir die da hin. Und ab dafür. Ach dir. Ah, wie süß. Ich soll den Kampf für dich spielen? Ja. Nein, ich wollte nur ein Gentleman sein. Du ein Gentleman? Ich glaube kaum. Ja, aber Ärger. Wow! Okay. So. Okay, rüber da. Und hopp. Alles klärchen, hier sind wir dann auch. Der Weg ist weit und... Nein! Shit. Versuch dich irgendwie zu retten. Oh,
shit! Oh mein Gott! So sollte das natürlich nicht werden. So sollte das überhaupt nicht werden. Aber war ein schneller Weg. Das nenne ich definitiv einen schnellen Weg. Tja, wieder nass, müde, angeschlagen, ein bisschen hungrig. Könnte was essen. Aber sonst geht's nicht. geht so. Ja. Gehen wir weiter, vor allem gehen. Na los, gehen wir weiter. Gehen? Wo sollen wir denn hingehen? Freundin der Nacht. Das sieht nach einem offenen Fenster oder sowas aus. Ja, sieht sehr gut aus. Versuchen wir durchs Haus zu kommen. Ja. Ich bin direkt hinter dir. Oh, schön. Richtig schön. Ich denke mal, hier können wir dann gleich weiterlaufen. Ja, sehr gut. Und schon sind wir im Haus. Ja, besser ist. Und jetzt bin ich wirklich gespannt. Glaubst du, die Siedler haben hier alles geflutet? Grund genug hätten sie ja gehabt. Ich glaube fast, dass es die Gründer gewesen sind. Ich finde es nur seltsam, dass alle Häuser unter Wasser stehen. Außer einem, ja. Ich denke mal, Avery wird damit was zu tun haben. Und der wird die Gründer angestachelt haben gegen die anderen und dann alle Schätze vereint dann gekriegt haben. So stelle ich mir das vor. Der sagt so, hey, der wollte das und das, der wollte dich beklauen und der wollte den anderen beklauen und hier und da. Und letztendlich hat er es nur gemacht, damit er sich dann halt den kompletten Schatz dann krallen kann. Na, sieh mal an. Oh, hübsch. Sieht doch schön aus. So, dann gucken wir mal. Erinnert mich ein bisschen so an The Last of Us. So ein klein wenig. Fehlen hier nur noch Sporen und so weiter und dann sind wir eigentlich durch. Oh Mann. Oh, hier. Das ist sicher von der Gangis Hawaii. Boah. Krass. Bin ich mal gespannt, was er in das Tagebuch geschrieben hat. Mogulvase, was sie nicht eingeschmolzen haben, nutzten sie als Dekoration für ihre Häuser. Okay. Gut. Nicht ganz nett hier, ne? Also irgendwie gefällt mir das. Wunderschön. Ja, definitiv. Bisschen verrottet, aber trotzdem wunderschön. Hier ist noch ein Tagebucheintrag. Okay, Founder Baldridge steht da. Gründer Baldridge. Ich habe erfahren, dass ihr eure Soldaten versammelt, um mich anzugreifen. Als gleichgesinnter Pirat und als Freund vor unserer Zeit in Libertalia bitte ich euch inständig, mich anzuhören. Ich weiß nicht, wer die Saat unserer aktuellen Zwietracht gesät hat, aber folgendem bin ich mir sicher. Wird der Bürgerkrieg fortgesetzt, wird alles zusammenbrechen, worauf wir unser Leben lang hingearbeitet haben. Die Geschichte wird sich an uns nicht als Pioniere erinnern, sondern als Narren. Wir müssen diesem Konflikt ein Ende setzen, gemeinsam. Mit vereinten Kräften würden wir über die stärkste Allianz auf der Insel verfügen. Die anderen Gründer werden sich uns entweder anschließen oder unserer Übermacht zum Opfer fallen. Wenn ihr zustimmt, entzündet heute Abend eine Kerze in eurem Arbeitszimmer. Das werde ich als Zeichen ansehen, dass ihr zur Besinnung gekommen seid. Falls nicht, denkt dran, dass mir sowohl Warnt als auch England nach dem Leben trachteten und gescheitert sind. Gründer Condant. Aber warum liegt das hier? Das frage ich mich. Verdammt. Ist ja wie ein Herr der Fliegen hier. Ne. Was du nicht sagst. Okay, das sieht jetzt... Ah, hier. Schick. Das sieht doch mal nice aus. Kann man die Tür öffnen? Nee, kann man nicht. Ja, und hier geht's dann schon wieder weiter. Leck mich doch am Arsch. Wupp. Die Tür kann man wahrscheinlich auch nicht mehr öffnen. Geh mal weg da. Nee. Aber jetzt sind wir wieder im Wasser. Das ist eine schlechte Idee. Hier durch. Ah, Fenster, natürlich. Immer durchs Fenster. So, dann können wir auch hier... Dann direkt zum Haupteingang. Oh, ob das so gut ist, das weiß ich aber auch nicht. Eine ganz schön krasse Kanone. Ne, zwei sogar. Heftig. Die Kanonen wurden anscheinend nachgerüstet. Ja, improvisierte Verteidigung. Ja. Sie hatten wohl nicht erwartet, gegeneinander zu kämpfen. Wohl nicht. Ja, man weiß es nicht. Also ich traue eigentlich...
meiner Idee. Aber wahrscheinlich, vielleicht war Avery ja irgendwie dazu gezwungen, irgendwie das zu machen. Weiß man nicht. Ich gehe mal stark davon aus, dass der Haupteingang irgendwie versperrt ist. Ja. Okay, da können wir auf jeden Fall nicht durch. Wir müssen dann wahrscheinlich durch das Fenster hier. Okay. Ich denke mal, hier sieht's gut aus. Upp. Dann sind wir wieder im Haus. Aber waren wir hier nicht schon? Also es sieht irgendwie alles gleich aus. Die Truhe würde ich irgendwie gerne öffnen. Oder was ist das hier? Oh. Oh, schöner Wasserfall. Krass. Heftig. Also hier ist so einiges passiert. Och nö. Aber warte mal ganz kurz. Also ein bisschen rumgucken können wir ja trotzdem noch hier. Auch wenn wir gleich schwimmen müssen. Da drüben könnte ein Ausgang sein. Da drüben könnte ein Ausgang sein. Ah, da oben oder was meinst du? Warte. Ich guck mal. Du hast recht. Ja, sieht gut aus. Vielleicht können wir da ja irgendwie doch hoch. Ja, wir müssen da wahrscheinlich rüber schwimmen und dann da oben dann hochklettern. Aber ich will trotzdem mal ganz kurz doch nochmal hier gucken. Alter. Die ist super stark. Komme ich gar nicht durch. Okay. Die Strömung ist zu stark. Ja, nu? Wir müssen irgendwie anders rüberkommen. Ja, aber wie? Da können wir nicht hin. Da kommen wir nicht hoch. Ah, können wir vielleicht diese Riesenkiste vielleicht dahin ziehen? Hey, das hier sieht wie ein Weg aus. What? Ah, es ist ein bisschen zu hoch. Ja, ja, schon klar. Aber vielleicht mit dieser Kiste. Nee. Die wird dann wahrscheinlich zu schwer sein. Vielleicht mit der Kiste? Kommen wir nicht hoch. Was sollen wir denn machen? Räuberleiter wird hier auch nicht klappen. Nee, das sieht total beschissen aus. Schätzelein, ich trau dir ja und ich glaub dir, aber das ist alles irgendwie basic, nicht? Nee, da kommen wir nicht hin. Die Strömung ist zu stark. Dahin schwingen, springen können wir auch nicht. Warte mal. Suchen wir mal trotzdem. Nee, das wird alles nichts. Wir kommen da nicht hoch. Tja, was machen wir denn nu? Was machen wir nu? Tja, ich werde mir ein bisschen was überlegen. Und dann werden wir in der nächsten Folge da dann drauf und dann rüber oder keine Ahnung was. Irgendwie werden wir das schon hinkriegen. Vielleicht auch wieder zurück. Ich habe keine Ahnung. Wir schauen mal in der nächsten Folge. Ja, damit ist die Folge beendet. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da, lasst ein Abo da, wenn ihr weitere Folgen nicht verpassen wollt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht es gut. Ciao. For those who prove worthy, paradise awaits. Took a long time for him to get out of this game. He's meant for this life. Oh, oh crap! Last I checked, we're all a bunch of thieves. Digging around where we shouldn't. Shame we're not on the same side. I am a man of fortune, and I must seek my fortune.